Herzlich willkommen zu unserer Sendung Brinkmann und König. Und Sie wissen, dass die Sendung auf TV Berlin, wo wir beiden Moderatoren, Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro und Peter Brinkmann von TV Berlin, selten einer Meinung sind. Ich hoffe, das gelingt uns heute auch mit unserem Gast, Sebastian Schajer, Fraktionschef der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus. Herzlich willkommen. Wenn ich so dran denke, was die Berliner rot-rot-grüne Koalition macht und ich höre das Wort Grundeinkommen, dann freue ich mich einerseits, weil ich denke, oh, jetzt kriege ich Kohle vom Staat, ohne dass ich dafür etwas tun muss. Und dann sage ich mir, das kann ja nicht sein, es muss ja irgendwo herkommen. Ist das nur eine Schnapsidee vom regierenden Bürgermeister oder ist das eine vernünftige Idee? Und was sagt der Liberale dazu? Es klingt im ersten Augenblick ziemlich gut. Ja. Solidarisches Grundeinkommen für jeden. Aber im Grunde läuft es an der Situation, die wir in der Stadt haben, völlig vorbei. Das ist das, was mich auch richtig ärgert an dieser Debatte. Es ist eine Debatte, die Michael Müller deshalb führt, weil er in der SPD wieder Anerkennung bekommen möchte, weil er in der SPD wieder vorankommen möchte. Aber es bringt den Berlinerinnen und Berlinern nichts. Ich würde lieber eine Debatte in Berlin darüber führen, wie kriegen wir schneller geregelt, dass das Elterngeld gezahlt wird, dass die Geburtsurkunde ausgestellt wird, dass all die Dinge, die in dieser Stadt dauern, auf die man wartet. Bis 2025 soll das passieren. Mit realen Auswirkungen für jeden. Bis 2025, wenn es darum geht, vom Staat Geld zu bekommen, wenn am Ende des Tages die Dokumente nicht da sind. Und wenn ich auf eine Geburtsurkunde in dieser Stadt 13 bis 14 Wochen oder länger warte, dann hängen da reale finanzielle Auswirkungen dran. Und deshalb sage ich, wir sollten uns lieber um die Alltagsprobleme in dieser Stadt kümmern. Die sind handfest, die sind da und die müssen gelöst werden, statt fiktiv über ein solidarisches Grundeinkommen zu reden, was am Ende des Tages niemandem hilft, sondern helfen würde, die Grundprobleme in dieser Stadt in den Griff zu kriegen und dafür zu sorgen, dass die Verwaltung funktioniert und die einfachsten Dinge des Lebens klappen. Das klingt nach einem Ablenkungsmanöver, ja. Von Michael Müller, in der Tat, ja, von den Alltagsproblemen in der Stadt, ja. Das teile ich. Aber es sollen ja nur 1000 davon profitieren. 1000 Betroffene. Als Exempel, ne? Als Exempel. Ja, also wie werden denn die ausgesucht? Mir wäre schon lieb, wenn die 1000 Mütter und mehr, die in dieser Stadt auf Gelder warten, weil sie nicht die Geburtsurkunde bekommen, am Ende des Tages die schneller bekommen würden, wenn wir darauf unsere Energie verwenden würden, wenn wir unsere Energie darauf verwenden würden, dass die Behördengänge in dieser Stadt funktionieren, die am Ende des Tages reale Auswirkungen auf unser tägliches Leben haben. Und Sie sehen das ja auch, dass selbst in der Stunde der Trauer, also wenn ich einen geliebten Menschen verliere, auch auf Sterbeurkunden in dieser Stadt warte, was am Ende des Tages natürlich ein Drama ist. Da hängen auch viele, viele Auswirkungen dran. Und wenn das die Zustände sind, über ein solidarisches Grundeinkommen zu reden, völlig daneben. Dann merke ich, nun kocht bei Ihnen da schon alles hoch. Gibt es da was, über was Sie sich freuen, dass nämlich viel gebaut wird in dieser Stadt? Ja. Oder ist das auch viel zu wenig? Nein, also ich freue mich darüber, dass Berlin so attraktiv ist, dass so viele Menschen nach Berlin kommen. Und die Mieten nach oben treiben. Und dass Berlin wächst, Herr Brinkmann. Und Berlin hat eine Riesenchance, eine tolle Stadt zu bleiben und noch toller zu werden, wenn wir jetzt an den Weggabelungen, an denen wir stehen, die richtigen Abzweige nehmen und die richtige Weggabelung bestreiten. Und wir müssen, nur mal um Ihnen zwei Zahlen an die Hand zu geben, in den nächsten 12 Jahren 194.000 Wohnungen in dieser Stadt bauen. 194.000 Wohnungen. Das sind 18.000 pro Jahr. Das umschreibt diese Mega-Aufgabe. Und deshalb brauchst du eine Politik, die in dieser Stadt Bauen beschleunigt, innovative Baukultur befördert, die dafür sorgt, dass wir darüber nachdenken, Baulücken zu schließen, einen Baulückenkataster zu machen. Wenn ich in die Stadt gucke, überall stehen Kräne. Da passiert das doch schon. Dass wir darüber nachdenken, die Potenziale, die wir an Flächen haben, zu heben und zu erschließen. All das muss jetzt passieren. Wir reden aber über die Frage von Mietpreisbremse 2, wir reden über Milieuschutz, wir reden über Vorkaufsrecht, alles regulierende Maßnahmen, die nicht an die Ursachen gehen, sondern nur die Symptome bearbeiten. Und
ich möchte gerne an die Ursachen, deshalb möchte ich mehr bauen, ich möchte schneller bauen, ich möchte die Landesbauordnung vereinfachen, ich möchte eine Bauoffensive für unsere Stadt haben, weil wir können uns in dieser Stadt nur günstige Mieten bauen, indem wir mehr Wohnungen auf den Markt bringen, und das gelingt uns nur dann, wenn wir Bauen beschleunigen und Baukultur in dieser Stadt auch willkommen heißen. Also im Grunde brauchen wir eine Willkommenskultur für Bagger. Aber das passiert doch alles damit schon. Damit das passiert. Ja, aber an jeder Ecke sehe ich einen Bagger stehen oder sehe ich ein Gerüst stehen. Ja. Der Kollege König kommt aus Wien. Ja. Ja. Da gibt es das alles gar nicht. Da Mietpreisexplosion. Ja, die Mieten steigen natürlich auch, aber wir haben ein ganz anderes System in Wien, das schon viele Delegationen aus Berlin in Wien besichtigt haben und für toll befunden haben, aber umgesetzt wird es nicht. Mir fällt nur auf, beide Themen, die wir bisher besprochen haben, die Alltagssorgen in den Bürgerämtern, also die Alltagssorgen der Berliner in den Bürgerämtern, aber auch die Bautätigkeit, also die vorangebracht werden muss, beides hapert daran, dass es viel zu wenig Personal gibt. Wir hatten ja schon öfters Gesprächspartner hier und danach gefragt, und da wird immer gejammert, das wurde alles so kaputt gespart, dass also viele Stellen unbesetzt sind und die neuen müssen erst angelernt werden und so weiter. Was würde denn die FDP, wenn sie in einer Koalition in Berlin mitregieren könnte, da beschleunigen können? Ja, es braucht einen Dreiklang. Um so etwas zu beschleunigen. Es braucht das eine, das Gewöhnliche, das, was man immer macht, nämlich eine langfristige Personalentwicklungsplanung. Das heißt, die Perspektiven in der Stadt ins Visier nehmen und sagen, dafür brauchen wir Personal. Es braucht aber auch eine Aufgabenkritik. Das heißt, wir müssen genau hinschauen, ob es wirklich schlau ist, dass vier Verwaltungen in dieser Stadt zuständig sind, um ein Berliner Schulklo zu sanieren. Mhm. Ich finde, es sind drei zu viel und es sind eben dann auch doppelt Prozesse und Vorgänge, die wir reduzieren können, auf eine Verwaltung fokussieren können. Das heißt, wir müssen uns mit der Frage der Aufgaben auseinandersetzen. Und wir müssen drittens das ganze Thema der Digitalisierung als eine Chance verstehen. Mhm. Und ich kenne so viele Start-ups in dieser Stadt, allein in dieser Stadt, in unserer Stadt Berlin, die Prozesse aufgesetzt haben für viele Unternehmen und die gleichen Prozesse in den öffentlichen Sektor bringen könnten, also in die Berliner Verwaltung. Aber die scheitern am Vergabegesetz, die scheitern daran, dass wir Vergaberichtlinien in der Stadt haben, wo den Unternehmen vorgeschrieben wird, entweder müsst ihr 5 Jahre oder 10 Jahre am Markt sein oder ihr müsst 5 oder 10 große Projekte nachweisen. Das ist kein Witz. 10 oder 5, nein, kein Witz, 5 oder 10 große Projekte nachweisen, weil ein Referenzprojekt, was richtig gut war, was funktioniert hat für einen DAX-Konzern beispielsweise in einem anderen Bundesland, deutschlandweit funktioniert hat für Banken und dergleichen, ist nicht Referenz genug, um damit den Zugang in der Berliner Verwaltung zu kommen und einen Vorgang zu optimieren. Aber Sie sitzen doch im Abgeordnetenhaus. Ja, deswegen spreche ich mit denen. 9 oder 10% beim letzten Mal. Ja? Und warum machen Sie da denn nicht so viel Druck und suchen sich da Partner? Alle anderen sind doch auch dieser Ansicht, dass das verändert werden muss. Aber warum wird es denn nicht geändert? Ja, weil die Verwaltung an der Stelle wahrscheinlich möchte, aber die politische Spitze nicht möchte. Und wenn man sich mal überlegt, dass Rot-Rot-Grün jetzt schon seit 1,5 Jahren sich mit Verwaltungsmodernisierung auseinandersetzt und es ist nichts passiert. Selbst der externe Gutachter, den man sich geholt hat, Herr Alt, kommt zu der Auffassung, dass es eine Enquete-Kommission braucht. Ich will das mal übersetzen. Am Ende des Tages brauchen wir eine Anti-Chaos-Kommission in dieser Stadt, die genau dieses Chaos, das ist ein schönes Wahlkampfthema in dieses zwei Verwaltungschaos Jahren auflöst. Und die also die Berlinerinnen und Berliner in den Mittelpunkt rückt und sagt, wir müssen mal Verwaltung von dem Nutzer denken und nicht von uns aus, wie wir Verwaltung organisieren würden, sondern so, dass die Prozesse einfach, transparent, nachvollziehbar sind und aber schnell. Aber das kennen wir ja. Ich kenne die Geschichte ja vom Kollegen König. Der wollte heiraten in Berlin und ist dann nach Wien geflüchtet, weil er wie viele Monate hätte warten müssen? Ja, fast ein Dreivierteljahr. Ne? Dreivierteljahr. Ja. So. Ja. Standesämter so eklatant unterbesetzt sind, immer noch. Ja. Aber was ich eben nicht verstehe, und ich habe das ja eben schon in eine Frage gekleidet, ist, alle reden darüber, dass das geändert werden muss. Und jetzt sind wir 1,5 Jahre, ist dieser Senat im Amt. Mhm. Sie sitzen wieder in der Opposition. Mhm. Und nichts bewegt sich offenbar. Es ist so erstarrt. Berlin ist einfach erstarrt und gelähmt. Ja, also ich würde setze mal den Bagger an. Ich würde jetzt,
Also die Stadt ist nicht erstarrt und gelähmt, die Verwaltungsvorgänge sind erstarrt und gelähmt. Das ist ja genau das Problem. Das, was du in der Opposition machst und vorträgst, das wird abgelehnt, weil es per se von der Opposition kommt. Das ist kein gutes Regieren in einer Stadt, die eigentlich so viele Ideen hat und auch so viele Ideen braucht, damit sie den Herausforderungen gerecht werden kann, kann sich eine Regierung in der heutigen Zeit nicht erlauben zu sagen, das ist Regierung, das ist Opposition, sondern jede Idee, die jemand in dieser Stadt formuliert, ist eine Chance für die Zukunft unserer Stadt. Und diese Idee muss natürlich in der Politik ideologiefrei umgesetzt werden. Und wir haben zu viel Ideologie bei Rot-Rot-Grün, zu wenig Pragmatismus. Und das führt genau dann zu diesem Stillstand und führt dazu, dass man an manch einem Tag echt zweifelt. Aber wir als Freie Demokraten werden nicht aufhören, sondern werden weiter den Druck machen. Wir wollen, dass es diese Anti-Chaos-Kommission gibt, wo man sich darauf verständigt und sagt, wie in diesem Dreiklang, wir müssen Aufgaben, Prozesse neu organisieren, wir rücken den Bürger in den Mittelpunkt, wir denken das vom Berliner aus und wollen, dass die Verwaltung modern wird. Und das wollen wir schnell, wir wollen nicht lange tagen. Ich habe den Eindruck, das ist das Wahlprogramm der FDP in 2 Jahren, wenn gewählt wird. Naja, gegen das ist, Chaos in unserer Stadt. Das ist ein Programm für die Stadt, was notwendig ist, weil du kriegst ja keinem mehr eine Unternehmensansiedlung erklärt. Du kriegst ja am Ende des Tages auch nicht mehr einen Überblick, wie viele Kita-Plätze eigentlich noch da sind, wenn es überhaupt welche gibt. All das ist ja in dieser Stadt eine Frage, auch für jeden, der ein Unternehmen hier ansiedeln möchte, der aber auch Personal in die Stadt holen will. Der Volkszorn schon hoch bei Sebastian Schreier als Fraktionschef der FDP im Abgeordnetenhaus. Und jetzt kühlen wir uns ein bisschen ab, machen eine kleine Werbepause und dann sind wir wieder da und dann reden wir weiter über Mieten, Bauen und Wohnen in dieser Stadt, vor allen Dingen über das, was der Bund plant mit einem neuen Mietpreisbegrenzungsgesetz. Das war richtig so, nicht? Komplizierter Name. Bis gleich.